Moin Moin und herzlich willkommen am Sonntagmorgen im LS22 auf der Nordermarsch im LS22. Ich musste kurz überlegen, wie die Karte heißt. Haha, hey, egal. Schade, ich dachte, das wäre... Ist das da hinten so ein Objekt? Nee. Schade, ich dachte, ich hätte eins gefunden. Wir müssen links. Ich bin gerade auf dem Weg, beziehungsweise ich habe vom Händler das Wasserfass geholt und bin gerade auf dem Weg zu unseren neuen Gewächshäusern, damit wir die mit Wasser befüllen können. Hier rein? Nee, auch nicht. Noch weiter. Damit die natürlich endlich laufen und wir das Gemüse gleich verkaufen können. Aber bis jetzt... Hier müssen wir rein. Ah, den Weg gefunden. Ich habe den Weg gefunden. Da bin ich fast stolz auf mich. So, ohne dass ich mich irgendwie groß verfahren habe. Denn gibt es jetzt erstmal Wasser für 3200 Euro. Die Strohballen, die liegen ja immer noch. Mal eben kurz den Motor ausmachen. Dann hört man auch das Wasser plätschern vielleicht. Die Strohballen bleiben noch erstmal auf unserem Feld liegen. Wie mache ich die Markierung aus? Hehe, Markierung löschen. So, dann sieht es auch ein bisschen besser aus. Da werden wir uns morgen drum kümmern, wenn wir ein bisschen Geld haben. Um uns vielleicht einen neuen Traktor zu kaufen, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, was ihr von der Idee haltet. Oder welcher Traktor es sein soll. Weil die müssen da runter. Oder wir leihen uns einfach einen Ballenwagen und fahren die denn da runter. Das geht natürlich auch. So. Ja, für einmal Wasser oder für eine Tankfüllung voll Wasser haben wir noch Geld und dann müssen wir so ein bisschen spulen, dass in jedem Gewächshaus so ein bisschen Wasser ist. Muss ja nicht viel sein, so 2000 Liter vielleicht. Ja, kann schon mal abladen bitte. Damit die dann schon mal den ersten Tag arbeiten können. So. Ja, Produktion, genau. Was, sogar 3000 habe ich jetzt reingemacht. Ja, ist auch okay. Also, bei dem ersten Gewächshaus möchte ich gerne... Tomaten haben. Und die wollen wir nicht einlagern, sondern direkt verkaufen. Bei dem zweiten Gewächshaus. Bisschen Wasser haben wir ja noch drin. Da machen wir auch nochmal 2.000 oder 3.000 Liter rein. Ah, muss erstmal reichen. Bei dem zweiten Gewächshaus möchte ich gerne Salat haben. Und den Salat natürlich auch direkt verkaufen. So, dann knallen wir die letzten 2000 Liter in das Gewächshaus rein. Bei dem Gewächshaus, ich habe wirklich dran geparkt, möchte ich gerne Erdbeeren haben. Wenn ich jetzt auch noch auf die richtige, genau, aktivieren. Erdbeeren direkt verkaufen. Tippitoppi. Haben wir noch ein oder zwei Gewächshäuser? Zwei. Da hinten sind noch Pflanzen drin. So. Dann füllen wir doch nochmal unser Fass. Bis wir komplett pleite sind. Oder wir spulen einfach nochmal eine Stunde vor. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch eine dritte Ladung hin. Ja, bevor, am liebsten bevor es dunkel wird. Vielleicht kriegen wir die auch ganz befüllt. Jetzt wird's duster. So. Mach schon mal Licht an.
Denn wenn wir jetzt die restlichen 6000 Euro auch in Wasser investieren und die Gewächshäuser so weit befüllen, wie es geht. Ah, dauert ein bisschen leider, bis das voll ist. Ein Gewächshaus haben wir jetzt noch nicht gekauft. Na cool, ich kann gleich abladen. Jawohl. Kann ich auch gleich aufladen? Ich glaube ja. Mach voll den Bunker. Genau. Das nächste Gewächshaus. Hier sollen bitte nochmal Tomaten angepflanzt werden. Tippitoppi. Das Ganze soll auch bitte wieder verkauft werden. Wenn ich jetzt richtig liege, mache ich das komplett voll, ne? Gerade, ja, 10.000 Liter sind schon drin. Ah, es hat aufgehört zu befüllen. Sehe ich das richtig? Wieso? Ach, da fehlt Wasser. Haha. Hier hätte ich die Tomaten auswählen sollen. So, und direkt verkaufen. Ich war zu schnell. Und bei dem Gewächshaus würde ich gerne alles aktivieren. Obwohl, das können wir. Nee, ich möchte gerne alles aktivieren. Es gibt zwar sehr viele Meinungen, die sagen, ja, das geht dann nicht schnell genug. Und bei den Gewächshäusern, wenn mehrere Sachen produziert werden, ich weiß es nicht, ich habe es nie getestet. Wenn ihr da Erfahrungswerte habt, schreibt es gerne rein. Ich würde jetzt aus dem Stegreif sagen, es werden alle Produkte gleichzeitig produziert. In dem gleichen Zyklus, der vorhanden ist. Ich weiß es aber nicht genau, ne? Also reißt mir nicht den Kopf ab, wenn ihr es besser wisst, sondern schreibt eure Meinung, hätte ich beinahe gesagt, euer Wissen bitte fachlich ordentlich in die Kommentare und dann gehe ich auch sehr, sehr gerne darauf ein. Beziehungsweise dann macht ihr mich damit auch schlauer. So. Dann muss ich aber auch den Salat auf direkt verkaufen und die Erdbeeren auf direkt verkaufen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld über. Dann können wir noch ein bisschen Wasser nachfüllen. Ich denke mal, morgen haben wir so viel Geld, dass wir uns auch das letzte Gewächshaus leisten können. Das waren, glaube ich, 10.000 Euro, ne? Wenn ich das richtig weiß, waren das, glaube ich, 10.000. Ja, genau. Mach ich nochmal zu, damit ich weiß, welches ich nicht gekauft habe. Das werden wir uns morgen kaufen oder einen anständigen Traktor. Wenn der im Angebot ist. Oder wenn einer. Ui. Na, hätte ich das gewusst. Obwohl, nee, der hat keine. Sag mal schnell, keine Hydraulik. Also ein LKW bei uns jetzt auf der Map wäre doch auch gar nicht mehr so schlecht, oder? Auch der Roder. Dass es so früh schon Roder im Angebot gibt. Nicht schlecht. Not bad, not bad. So, sind wir hier nochmal. Ja, wunderbar gegen die Glastür gefahren. Hier nochmal 8000 Liter rein. Na, oder fast 8000. Wir können hier noch ein bisschen Wasser holen. Dann reicht das auf jeden Fall für 2, 3 Ingame-Tage das Wasser. Wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. So. Befüllen wir gleich nochmal das mittlere. Uhu, danke. Schön, dass du abgehauen bist und gegen den Zaun gelaufen bist, aber. Ja, ich möchte gern nochmal.
Perfekt. Das letzte Geld verprassen. Ja, unsere Stelle haben wir ja leider immer noch nicht gefüllt. Da werden wir aber auch bald dazu kommen. Jetzt laufen auf jeden Fall schon mal unsere Produktion. Wir haben 3 Liter Salat. Und wir könnten auch, die Silage ist ja jetzt durch. Wir könnten sogar das Stroh in die Biogasanlage geben. Also wenn wir irgendwann zu viel Stroh haben, und das wird ja bald der Fall sein, wenn alle Felder wirklich reif sind, dann können wir da Stroh in die Biogasanlage geben. Das ist auch cool. Da passen auch 65.000 Liter rein. Wir brauchen Silage, wir brauchen Stroh, wir brauchen Kartoffeln, Zuckerrüben und wir brauchen. Selbst die Gülle können wir da rein knallen. Gülle, Mist. Dann bekommen wir ordentlich Gärreste, mit denen wir die Felder düngen können. So, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Wasser. Genauso. Aber wir können noch mal zum nächsten Tag hinspringen, ne? Würde ich sagen. Mach mal eben schnell den Motor aus. Vielleicht gibt es ja am nächsten Tag was Schönes im Angebot. Einen schönen Traktor oder irgendwas. Vielleicht kann man sich ja dann dazu hinreißen lassen, doch Mission zu machen oder ein bisschen Kredit aufzunehmen. Obwohl ich das gar nicht möchte. Eigentlich möchte ich das gar nicht. Weil wir bekommen ja sowieso stündlich jetzt Geld. Ja, und jetzt gibt es auch die ersten Einnahmen schon von den Gewächshäusern, glaube ich. Sind auch immer ein paar Euro, die dazukommen. Ja, und die Einnahmen steigen. Es ist cool, ey. Es ist echt cool. So, 0 Uhr. Betriebskosten, Einnahmengebäude 15.000, Produktionskosten 4 Euro. Ja, ich glaube, damit kann ich leben, oder? So, gucken wir mal. Nein, ein Schneidwerkswagen. Aber es hat nicht geregnet. Ne? Wetter hat sich gehalten. Es hat wirklich nicht geregnet. Dann ist das auch nicht so schlimm, wenn das Stroh einen Tag auf dem Feld liegt. Aber diesen Ingame-Tag müssen wir unbedingt das Feld soweit ready kriegen. Also, ne? Kalken, düngen, säen, pflügen. Nicht ganz in der Reihenfolge, aber ihr wisst schon, was ich meine. Damit da auch wieder was drauf wächst. So, jetzt haben wir, ich glaube, ich spule bis 8 Uhr und dann schauen wir mal, ob es was gibt. Also, ob es einen neuen schönen Traktor gibt. Und da ist 8 Uhr. Sogar die Fenster rechts haben sich eben verändert. Habt ihr das gesehen? Ansonsten könnt ihr gerne das Video zurückspulen. Es ist mir gerade so im Augenwinkel aufgefallen. Oh nee. Was das denn? Scheibenecke werden für die flache Bodenbearbeitung genutzt. Ja, und wenn sich die Scheibenecke jetzt noch in einen Traktor verwandelt, dann würde ich die Scheibenecke als Traktor direkt kaufen. Aber ist leider nicht der Fall. Schade. Wir haben auf jeden Fall genug Geld, um uns auch auf jeden Fall noch das letzte Gewächshaus zu kaufen.
Das können wir dann auch noch befüllen. Beziehungsweise spätestens in der nächsten Folge wird es befüllt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, nächste Folge wisst ihr ja ungefähr schon, was zu tun ist. Beziehungsweise was wir machen werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Wünsche euch noch ein wunderschönes restliches Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Erholt euch gut. Unternehmen was Schönes. Und dann sehen wir uns gerne heute Mittag zu einer weiteren Folge wieder. Über Feedback würde ich mich natürlich auch sehr freuen. In Form eines Likes oder Abos. Und dann sehen wir uns gerne nachher nochmal. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.